Die Phrase seltene Erkrankung ist ziemlich irreführend. Eine seltene Erkrankung ist so definiert, dass sie weniger als 5 von 10.000 Menschen betrifft. Insgesamt gibt es aber so viele davon, dass die Wahrscheinlichkeit, irgendeine davon zu entwickeln, gar nicht so gering ist. Bis zu 8.000 seltene Erkrankungen sind in Europa bekannt. Allein in Österreich sind etwa 500.000 Menschen davon betroffen. In jeder gewöhnlich großen Schulklasse sitzt im Durchschnitt eine Person, die von einer seltenen Erkrankung betroffen ist oder es in Zukunft sein wird. Zusammengenommen sind seltene Erkrankungen also alles andere als selten. Was seltene Erkrankungen so problematisch macht, ist, dass sie aufgrund ihrer geringen Bekanntheit oft sehr spät diagnostiziert werden. Umso wichtiger ist es, dass wir zumindest die Erkrankungen, bei denen es wirksame Behandlungsmethoden gibt, schnell erkennen. Deshalb sehen wir uns jetzt eine besonders interessante seltene Erkrankung an. Das hereditäre Angioödem. Selbsterklärend, oder? Typisch medizinische Namensgebung, aber nehmen wir diese Bezeichnung einmal auseinander. Hereditär bedeutet vererbbar. Es ist also eine Erbkrankheit, die sich häufig durch die Familiengeschichte zieht. Angio bedeutet die Blutgefäße betreffend und ein Ödem ist eine übermäßige Ansammlung von Flüssigkeit im Körpergewebe, kurz eine Schwellung. Wir sprechen also von einem Erbdefekt, der zu Schwellungen führt, die dadurch zustande kommen, dass zu viel Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in das angrenzende Körpergewebe austritt. In der Praxis sieht das oft so aus, allerdings nicht durchgehend, denn diese Schwellungen kommen in Schüben und können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Mal treten sie spontan auf, mal sind sie ausgelöst durch Belastung und Stress, sei es positiver Stress oder negativer. Und häufig kündigen sich diese Schübe durch ein spezielles Körpergefühl vorab an. Bis diese Schwellungen wieder verschwinden, kann es Stunden bis Tage dauern. Sie sind aber nicht bloß schmerzhaft und eine ästhetische Belastung, sie können zu massiven Beeinträchtigungen im Alltag führen und sogar lebensbedrohlich werden. Zum Beispiel, wenn es zu einer Schwellung des Kehlkopfs kommt. Schauen wir uns an, was genau da passiert, damit wir die Erkrankung nicht bloß besser erkennen, sondern vor allem auch wissen, was man dagegen unternehmen kann. Wenn wir an Blutgefäße denken, stellen wir sie uns oft vor wie dichte Schläuche, durch die unser Blut strömt. Tatsächlich stehen die Gefäße aber in ständigem Austausch mit dem angrenzenden Körpergewebe. Sie sind zum Beispiel dafür verantwortlich, es mit Flüssigkeit zu versorgen. Ja, der Grund, weshalb meine Haut so wunderbar straff ist, ist, weil die Unterhaut gut mit Wasser versorgt ist. Aber diese Versorgung kann außer Kontrolle geraten. Sagen wir, das hier wäre eines meiner Blutgefäße, hier haben wir das angrenzende Körpergewebe. Damit Flüssigkeit aus dem Gefäß austreten kann, benötigen wir einen Botenstoff, der als eine Art Schleusenöffner agiert. Bradykinin. Bradykinin sorgt dafür, dass das Gefäß durchlässiger wird und Wasser vom Gefäß in das Körpergewebe einfließen kann. Das ist ein wichtiger und sinnvoller Prozess, allerdings nur dann, wenn er so reguliert ist, dass nicht zu viel Flüssigkeit austritt. Aber diese Regulation ist beim hereditären Angioödem gestört. Es fehlen die Faktoren, die die Aktivität von Bradykinin in Grenzen halten. Dadurch kommt es zu einem ungehinderten Einströmen großer Flüssigkeitsmengen in das Körpergewebe. Mit dem Resultat, dass sich massive Schwellungen formen. Dabei trifft Bradykinin selbst gar keine Schuld. Das eigentliche Problem liegt auf einer regulatorisch höheren Ebene. Ein kurzer Ausflug in die schöne Welt der Molekularbiologie. Damit Bradykinin die Schleusen öffnen kann, ist es angewiesen auf ein Eiweißmolekül namens Kallikrein. Und Kallikrein wiederum steht unter der Kontrolle des sogenannten C1-Esterase-Inhibitors. Dieser C1-Inhibitor verhindert, dass zu viel von diesem Kallikrein gebildet wird. Wenn der C1-Inhibitor aber fehlt, dann wird zu viel Kallikrein gebildet und in weiterer Folge auch zu viel Bradykinin
das dann die Schleusen öffnet. Und genau da liegt das Problem beim hereditären Angioödem. Bei Betroffenen hat das Gen, das diesen C1-Inhibitor formt, einen Defekt. Dadurch bilden sie entweder zu wenig von diesem C1-Inhibitor oder sie formen ausreichend viel, nur dass er aufgrund des Erbdefekts nicht funktionsfähig ist. Ohne den C1-Inhibitor gibt es nichts, das Kallikrein und in weiterer Folge auch Bradykinin unter Kontrolle halten würde. Diese beiden haben deshalb leichtes Spiel, um wirklich große Mengen Flüssigkeit ins Gewebe einströmen zu lassen. Das ist natürlich nicht wünschenswert, aber jetzt, wo wir das verstanden haben, wissen wir, dass es bei dieser Erkrankung drei Stellen gibt, an denen wir ansetzen können. Erstens, man kann bei Bradykinin ansetzen. Hier gibt es ein Medikament, das verhindert, dass Bradykinin mit den Blutgefäßen interagiert. Man verändert also nicht Bradykinin selbst, nimmt ihm aber die Fähigkeit, ungehindert diese Schleusen zu öffnen. Dieses Medikament gibt man als Akuttherapie, wenn sich ein Schub ankündigt, und injiziert es bei Bedarf unter die Haut. Zweitens kann man eine Ebene drüber ansetzen bei Kallikrein. Das macht man vorbeugend, indem man zum Beispiel alle 2 Wochen einen Antikörper verabreicht, ebenfalls subkutan, also unter die Haut. Dieser Antikörper bindet an Kallikrein und hemmt es dadurch. Und ohne Kallikrein kann auch Bradykinin nicht die Schleusen öffnen. Am gleichen Punkt setzt auch ein anderes Arzneimittel an, das Kallikrein durch einen Wirkstoff hemmt, den man täglich in Form einer Kapsel zu sich nimmt. Drittens kann man noch eine Ebene drüber ansetzen, also direkt beim C1-Esterase-Inhibitor, also dem Eiweißmolekül, das bei Betroffenen fehlt oder defekt ist. Hier ist die Lösung naheliegend. Man verabreicht den C1-Inhibitor direkt. Das kann akute Anfälle abschwächen oder man macht es vorbeugend, ca. 2-mal pro Woche. Durch diese Behandlungsformen kann sehr viel Leid verhindert werden. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass die Erkrankung auch richtig diagnostiziert wird. Und hier gibt's wirklich Aufholbedarf. Im Prinzip könnte man das hereditäre Angioödem bereits bei Kleinkindern diagnostizieren. Aber häufig werden schmerzhafte Schwellungen der inneren Organe falsch interpretiert, was im schlimmsten Fall zu unnötigen Operationen wie Blinddarmentfernungen führt. Bei seltenen Erkrankungen können für Betroffene bis zur Diagnose leider oft viele sehr belastende Jahre vergehen. Aber um das zu beschleunigen, gibt es in Österreich seit 2015 designierte Expertisezentren für seltene Erkrankungen. Einrichtungen vollgepackt mit Expertinnen und Experten, die darauf spezialisiert sind, seltene Erkrankungen zu erkennen, damit Betroffenen so schnell und gut wie möglich mit vorbeugender Behandlung geholfen werden kann. Mehr Informationen dazu sind in der Beschreibung verlinkt. Gut zu wissen, dass es da geballte Expertise gibt und man sich so Namen wie hereditäres Angioödem nicht für 8000 seltene Erkrankungen selber merken muss.